Hallo. Ich denke mal, einigen von euch wird es interessieren, einen Zwischenbericht, wie es momentan mit dem Fasten läuft. Und wir haben jetzt Tag 12. Und ich fühle mich mittlerweile ziemlich nah an der von Arnold Ehret beschriebenen sogenannten Grenze, wo der Körper, ich sag mal, maximal seine Gifte und Parasiten und Schleim rausgetragen hat. Und der Zeitpunkt ist, ab der die Supergesundheit entsteht. Jetzt, wenn das Fasten in einer Woche zu Ende ist und wir haben gar nicht Tag 12, Tag 13, glaube ich, weiß es gerade gar nicht. Und dann 6 Wochen ungefähr gebraucht hat der Körper, um wieder auf Normalbetrieb zu kommen. Ja, also ich bin auf jeden Fall nach diesem Fasten, ich werde jetzt die 7 Tage noch machen, aber nach diesem Fasten bin ich dann erstmal ziemlich zufrieden und werde dann auch aufbauen, also versuchen aufzubauen. Ich werde natürlich nichts forcieren oder so. Im Prinzip gibt es auch Leute, die sagen, es gibt da nichts mehr aufzubauen. Andere sagen aber, dass der Körper dann von alleine wieder aufbaut. Ein bisschen. Ich weiß aber nicht, woraus diese Masse dann besteht. Wenn nicht aus Fett, Muskulatur oder Wasser. Eventuell Wasser und Muskulatur und ein bisschen Fett. Weil ich bin ja schätzungsweise bei 5% Körperfett oder 6%. Bei 63 Kilo bin ich jetzt angekommen. Ich habe in den ersten, also am Tag 10 habe ich mich gewogen. Ich habe also in den 10 Tagen 7 Kilo abgenommen. Es verlief so, dass ich halt die ersten 4 Tage Trockenfasten gemacht habe. Dann habe ich 4 Tage Rebound gemacht. Das heißt, wie bei meinem letzten Kaskadefasten auch, dass ich halt dann Säfte integriert habe, wobei beim letzten Kaskadenfasten, weil es in den Vorgaben sozusagen stand, was ich im Nachhinein aber als nicht sinnvoll erachtet habe, habe ich beim ersten Kaskadenfasten halt gegessen, jetzt aber nur Säfte getrunken. Das kam deutlich besser jetzt. Und ja, das hat sich aber nur dadurch ergeben, dass ich den Einlauf vergessen hatte vor dem gesamten Fasten und dann hatte ich irgendwann den starken Drang dazu. Dann kam dann auch was raus und durch den Einlauf ist das Trockenfasten natürlich beendet, weil der Darm auch teilweise Flüssigkeit resorbiert durch den Einlauf. Und dann habe ich das Fasten einfach so weitergeschaltet, dass ich 500 Milliliter am Tag organisches Wasser zu mir nehme. Organisches Wasser heißt, dass es aus einer pflanzlichen Quelle kommt. Also chemisch gesehen ist Wasser halt immer anorganisch und damit kann der Körper nicht so optimal umgehen wie mit organischem Wasser. Und ich habe auch überhaupt keine Lust auf Wasser. Ich hatte noch nie so richtig Lust, Wasser zu trinken. Aber organisches Wasser, richtig geil. Und weil ich halt keine Kalorien oder wenig zu mir nehmen will im Fasten, habe ich dann halt auf Gurkenwasser gestiegen und auf Kokoswasser. Wobei dann immer mehr zum Gurkenwasser, weil Kokoswasser ist, weiß ich, ist sehr, sehr mineralreich und ist mir eigentlich schon zu mineralreich. Also eine Kokos geht, aber ich habe so mehr den Drang nach neutralem Geschmack und in Kokoswasser ist ja auch schon Zucker drin. Ein bisschen. In Gurke natürlich auch, aber schmeckt man da eigentlich fast nicht, obwohl nach der zweiten Kaskade habe ich nochmal 3 Tage trocken gefastet bis Tag 11. Da, als ich dann mit Gurkensaft gebrochen hatte, die Kaskade, oder den ersten Teil dieser zweiten Kaskade, eine Kaskade besteht halt immer aus eine Fastenperiode und eine sozusagen Rehydrierungsphase beim Trockenfasten jetzt, da habe ich schon gemerkt, dass der Gurkensaft auch ziemlich süßlich geschmeckt hat. Ja, ist auch. Ja, egal, ist auch überzüchtet, aber ich glaube nicht, dass das auch Zucker überzüchtet ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ist auf jeden Fall trotzdem alles überzüchtet und so weiter. Da kann alles sein, sage ich mal. Ja, und jetzt trinke ich wieder Säfte. Erstmal aber wirklich diesmal so viel, wie ich möchte, weil es gab auch während des Fastens
Ja, die Umgebung hier ist stressig, teilweise. Und also nicht nur von der geistigen Ebene her, auch letztens, als der Kamin angemacht wurde, kann ich mal berichten. Als der Kamin hier angemacht wurde, habe ich direkt, als ich einmal geatmet habe, das Zeug eingeatmet hatte und gemerkt hatte, dass das Kamin auf ist, habe ich direkt in der Nase starke Erkältungssymptome bekommen. Also sofort eingeatmet, zack, war da. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. So richtig eklig in der Nase halt. Und habe mich dann auch sofort richtig schlecht gefühlt. Habe aber jetzt keinen Mundschutz hier gehabt, spontan. Und habe dann wirklich die ganze Nacht, also ich habe die Fenster hier alle aufgemacht, war dann nur 8 Grad, habe dann gefroren, weil ich habe ja gefastet auch. Hab dann gefroren, weil hier nur 8 Grad war, aber ich musste diesen Rauch rauskriegen. Der kam mir auch ständig nach von unten hier. Und habe dann auch die ganze Zeit nur durch die Bettdecke sozusagen geatmet. Ich hätte mir jetzt auch irgendwie ein Baumwolltuch umbinden können, hatte ich aber jetzt auch nicht da. Und oder ein Zewa oder sowas, aber es wird irgendwann feucht werden. Also das war schon eine beschissene Nacht. Und das wird wahrscheinlich nochmal passieren in den Laufe nächsten 7 Tage, deswegen habe ich jetzt auch schon nach einem Mundschutz gesucht, aber noch keinen gefunden bis jetzt. Sonst muss ich mir wirklich halt so ein, ja, einfach so ein altes Handtuch nehmen, wobei die halt auch alle chemiebelastet sind, weil die noch alt sind und früher halt mit Chemie gewaschen wurden. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hat mich das schon heftig vergiftet. So einmal eingeatmet, direkt zack, diese krassen Symptome und auch richtig schwindelig gefühlt und schlecht gefühlt. Also schlecht im Sinne von Übelkeit auch. Und das ist halt wirklich instant, sofort eingeatmet, zack. Weil man hat halt auch im Trockenfasten keinen Stoffwechsel mehr. Also Stoffwechsel ist halt auch nur dafür da, um Gifte rauszutragen. Für was anderes ist der Stoffwechsel nicht da. Und während des Trockenfastens nimmt man halt fast, also nimmt man halt nichts zu sich und so weiter. Und man entgiftet halt nicht auf herkömmlichen Wege über den Stoffwechsel. Und daher ist er auch nicht aktiv. Und dadurch können Neuvergiftungen halt wirklich ziemlich schlimm sein, weil wenn der Stoffwechsel erstmal down ist, kommen die neuen Vergiftungen, wie zum Beispiel durch den Kaminrauch, halt auch nicht mehr so schnell raus. Das wirkt dann sofort im Körper. Also deswegen stressfrei, besonders beim Trockenfasten, ist eigentlich essentiell. Das ist halt noch so ein Grund, warum ich nicht, ja, warum ich dann nach der zweiten Kaskade nach 3 Tagen dann wieder gebrochen habe mit Gurkensaft, vor allen Dingen auch, weil ich hier arbeiten möchte, weil bald eine große Feier bevorsteht, wo noch sehr viel zu tun ist, täglich arbeiten und ich muss auch oder möchte auch mein Krams hier halt verkaufen und reinstellen und verwalten. Das ist natürlich alles nicht optimal für eine Fastenzeit, aber ich hatte überlegt halt wirklich oder hatte vor, wirklich komplett Ruhe zu haben. Ich habe auch wirklich die ersten, also mehrere Tage, 20 Stunden am Tag nur gelegen. Einfach intentionell, nicht weil ich keine Energie gehabt hätte. Einmal war ich dann auch joggen. Sondern ich wollte wirklich mal als Fastenzeit so völlig zur Ruhe kommen. Also auch geistig und sehr geistig habe ich jetzt nicht geschafft. Aber körperlich mal völlig zur Ruhe kommen und halt in der Dauermeditation drin sein, immer loslassen, loslassen. Das war wirklich der größte Aspekt in diesem Fasten, dass man halt dieses Loslassen stark gebraucht hat und besonders vom Trockenfasten und auch dadurch stark trainiert hat. Und das war wirklich der krasseste Aspekt und da habe ich mir, konnte ich mir wieder vorstellen, diese Yogis, die sich für Monate unter der Erde vergraben und dann irgendwann aufstehen und sich nur einmal kurz schütteln und weitermachen, das konnte ich mir so richtig vorstellen in der Zeit, wie das funktioniert. Immer dieses krasse Loslassen einfach und dann, dass man so krass im Fluss ist, dass ja, dass das sozusagen funktioniert. Was könnte ich noch sagen? Aber ich habe, wie gesagt, in den ersten 10 Tagen 7 Kilo abgenommen, obwohl ich fast nur rumlag. Weil das Trockenfasten einfach so effizient ist. Der Darm hat die ganze Zeit gegrummelt. Also die ganzen 10 Tage lang hat er sich gereinigt, gereinigt jeden Tag. Ich hatte auch ungefähr 100 bis 200 Aufstoße am Tag. Immer, da kam immer irgendwas an geruchlosen Gas raus. Es könnte sein, dass das Reste sind von Abbauprodukten, die, als, ja, als Abfallprodukt oder Nebenprodukt der Reinigung des Darms. Das kam aber alles obenrum raus.
Und ja, bei der Darmreinigung selber, also bei der Darmspülung, die Darmreinigung ist ja die Kombination aus Fasten, entweder Saftfasten oder Wasserfasten oder Trockenfasten. Das aber eher selten. Plus Darmspülung, also Einläufe. Und da kam dann auch teilweise ein bisschen was raus, aber halt nur Kot. Also ganz normaler Kot, also nichts Verfestigtes und keine Ablagerung oder sowas. Das denke ich mal, habe ich gar nicht. Aber kam an mehreren Tagen raus. Und das hat mich dann auch verwundert. Und danach ging es noch deutlich besser. Und ja, jetzt haben wir den zweiten Tag. Also ich bin mir mit den Tagen gerade gar nicht so genau sicher. Aber den zweiten Tag trinke ich jetzt Säfte. Mache dann noch einen Tag wahrscheinlich. Und dann mache ich die letzte Kaskade. Und guck mal, wie lange ich da dann mache. Also heute, nee Quatsch, morgen muss ich auch noch. Oder möchte auch noch arbeiten und dann weiß ich nicht, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich schon den Drang zu joggen, aber ja, nicht unbedingt jetzt. Also irgendwie hat sich das Konzept von Zeit komplett aufgelöst momentan. Und wenn ich halt wieder Säfte trinke, dann ist es halt so, dass ich halt. Also ich habe halt gespürt nach der ersten Kaskade, als ich angefangen habe, Säfte zu trinken, dass ich enorm viel, also richtig krass ausdauernd und kräftig wurde. Halt ohne Training, nur durchs Fasten. Und einfach so viel Gift raus ist. Als ich eine schwere Tür mit Glasverkleidung und alles getragen habe, hat sich so angefühlt wie nichts. Als ich 4 Stunden am Stück Gartenarbeit gemacht habe, es ging alles ohne jegliche Anstrengung, ohne dass ich irgendwas gemerkt hätte. Außer, dass ich die ganze Zeit bei diesem Hochdruckreiniger den Griff halt richtig stark festhalten muss, weil ein richtiger Zug war. Das 4 Stunden am Stück, da habe ich dann hier so ein bisschen Muskelkater gekriegt, aber ansonsten habe ich eigentlich die ganze Zeit nichts gemerkt. Man fühlt sich so richtig aus dieser Physikalität herausgehoben, also nicht mehr abhängig davon und nicht mehr halt so tief verankert in der Materie. Dass das einfach viel feinstofflicher alles vonstatten geht. Und ja, das finde ich sehr krass. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht unbedingt den Drang zum Joggen, aber ich möchte. Ich guck mal, ich denke mal, dass ich unter 60 Kilo kommen werde. Wahrscheinlich nach der letzten Kaskade. Und dann habe ich aber wirklich erstmal mein allergrößtes Ziel erreicht auf diesem Reinigungsweg. Und werde dann erstmal 6 bis 10 Monate oder sowas kein Fasten mehr einlegen. Also nicht so ein intensives und langes, vielleicht mal einen Tag oder so halt. Und man merkt auch richtig krass, wie man halt auch gar nicht vom Essen lebt. Also ich habe auch, bei der zweiten Kaskade habe ich halt nicht diese Ruhephase gehabt, da war ich auch ganz normal einkaufen. Ihr seht gleich auch noch ein Foodhaul, was ich hochlade. Ich war sogar zweimal einkaufen und ich habe richtig gemerkt, wie entspannt und glücklich ich mich fühle, ohne was zu essen und zu trinken und wie alles trotzdem normal funktioniert. Ja, aber teilweise wird es halt doch zu stressig und dann habe ich mich halt gewogen, habe halt gemerkt, ich habe schon 7 Kilo abgenommen. Ich dachte, ja, okay, dann machst du jetzt wieder doch Säfte. Dann machst du das jetzt einfach mal so, wie du dich halt richtig gut dabei fühlst. Also es war halt schon anstrengend jetzt, aber ich habe dadurch jetzt mein Ziel ist wieder stark näher gekommen. Und na, jetzt mache ich halt mit Säften weiter und trinke halt auch so viel Säfte, wie ich möchte. Und nicht mehr diese 500 Milliliter, weil ich halt wirklich schon so krass in den paar Tagen halt mich gereinigt habe. Und ich fühle mich jetzt auch, also dass sich so einige Verstopfungen gelöst haben, dass das viel besser fließt alles. Ich hatte es früher immer gehabt, die ganzen Jahre, wenn ich halt Nahrung gegessen habe, dass mein Körper das nicht wollte. Der Körper hat sich halt immer so verstopft gefühlt und so zugemüllt gefühlt, dass er erstmal Zeug raustragen will und alles, was neu reinkommt, will er gar nicht annehmen. Und dann entstehen dadurch Blockierungen, weil er es halt immer negiert, sozusagen, was reinkommt. So Rohkost. Und jetzt, wo ich halt so viel Säfte trinke und sowas, ich hatte es nämlich teilweise dann auch bei Säften, obwohl es natürlich weniger ist, als bei Säften sind. Aber jetzt, wo ich die wieder trinke, merke ich, wie der Körper das richtig schön annehmen kann und in sich so einbauen kann oder wie man das auch möchte, dass man so richtig annimmt und
ja, anstatt das so abzustoßen, so unterbewusst. Also hat sich einiges gelöst. Ich denke mal, dass das auch mit einer verstopften Leber zu tun haben kann. Also fließt alles deutlich besser. Lymphknoten sind kleiner geworden. Die habe ich seit 6 Jahren hier angeschwollen. Sind halt immer noch, aber ist besser geworden. Bei der Schilddrüse habe ich gemerkt, dass die nur dann besser wird. Ich kann mich jetzt nicht auf die Schnelle erklären, woran ich das merke. Das können viele wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen. Aber das ist so, dass nur als ich richtig komplett abgeschaltet habe und alle Stressfaktoren weg, dafür brauche ich auch dann auch hier Ohrstöpsel, und auch alles im Kopf ausgeschaltet habe, also eine richtig tiefe Meditation, nur liegen und das tagelang am Stück, vielleicht mal halt 4 Stunden am Tag dann was anderes machen, aber sonst halt nur liegen und richtig krass alles loslassen, alles was geht, dann hat sich erst meine Struktur verbessert. Und das ist ein Zeichen für mich, dass da noch viel Arbeit zu tun ist. Aber ich habe, wie gesagt, nach diesem Fasten werde ich das Allergröbste erstmal raus haben und bin dann erstmal zufrieden mit der Reinigungsstufe. Ich habe das jetzt ziemlich schnell in 10 Monaten durchgezogen, alles. Bin frutarisch eigentlich sogar noch weiter als der herkömmliche Frutarier, der auch noch viele Fehler in Anführungszeichen macht. Oder keine exzellenten oder optimalen Choices macht. Und deswegen chill ich dann erstmal danach. Es dauert dann circa 6 Wochen, bis der Körper sich komplett regeneriert und aufgebaut hat. Und komplett funktioniert wieder, sage ich mal. Und dann wird es halt ziemlich abgehen, würde ich sagen. Und ich denke mal, so ein so 50 bis 70% der von Erhard beschriebenen Supergesundheit werde ich dann innehaben. Ich habe auch schon während des Fastens gemerkt, dass die Temperaturempfindlichkeit auch wieder schwindet. Also bei 8 Grad habe ich dann teilweise gefroren, aber am anderen Tag dann irgendwie wieder nicht. Aber das ist halt noch alles so schwankend und wankelig, noch nicht wirklich stabil, sag ich mal. Das werde ich in diesem Fasten wahrscheinlich auch nicht schaffen, dass es dauerhaft so sein wird, dass die Temperaturempfindlichkeit komplett weg ist, sage ich mal. Aber man fühlt sich viel weniger runtergezogen und ja, viel, viel freier halt und viel mehr halt rausgenommen. Man fühlt sich einfach wie ein Stück Luft, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial, dass man halt so frei wird dadurch einfach. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt aber trotzdem wieder Bock, obwohl ich 2 Tage Säfte getrunken habe, jetzt nach dem dritten Tag dann doch wieder noch eine Kaskade zu versuchen, aber vielleicht trinke ich doch einfach weiter Säfte. Muss ich einfach mal gucken, mir ist beides recht. Mir ist jetzt auch egal, wie schnell ich weiter vorankomme. Hauptsache, ich mache keine zu großen Rückschritte, sage ich mal. Ansonsten ist mir der Zeitfaktor jetzt eigentlich egal. Nur, dass mir Trockenfasten meistens mehr Spaß macht. Aber wenn ich hier so viel zu tun habe, dann mache ich lieber Saftfasten. Entscheide ich spontan. Ja. 18 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.